Warum holen die jetzt eigentlich so auf einmal so auf? Vor allem, wieso fahren da nur komische. Was ist mit dem einen gerade passiert? Alter, den hat voll weggespickt. Das muss ich mir nachher in der Aufzeichnung nochmal anschauen. Was ist da passiert? Ich glaube, das war ein fetter Glitch, wo der reingefahren ist. Ich habe rausgeglitscht. ja, auf jeden Fall. Weiter im Denkens, wo wir gerade waren. Hallo und herzlich willkommen zurück zu Let's Play Underground 2, das steht sogar auf dem Kennzeichen. Geil. Geil, ich muss also nur noch aufs Kennzeichen schauen. Zum Beispiel, das steht Underground 2. Aber ich werde mir das wahrscheinlich nicht merken können, dass ich das aufs Kennzeichen schaue. Aber natürlich mit eurem Bouncy und dem Kairoort. Natürlich. Hier vorne. Warum nenne ich eigentlich mich immer zuerst? Ich Esel, ich Blöde. Ja, du bist auf der Kanal hier, der... Ja, Bouncy, stimmt. Ja, trotzdem. Ich bin nur der unwichtige Nebencharakter. Unwichtiger Nebencharakter. Ja, natürlich. Ja, gut. Fahren wir los. Hier vor dem tollen Stadion. Guck mal, wo das nächste Rennen ist. Oder wollen wir die Leistungssteigerung nur machen, dass der Bouncy hier noch hat? Ich meine, da kann ich hochfahren. Nee. Aber mag der Bouncy erstmal nur mehr Leistung haben, wahrscheinlich. Mach ich dem Bouncy das Navi an. Navigationssystem. Kann er dem blauen Pfeil nachfahren? Kann man da nicht mehr so Häuser und so. Boah, das war auch mal genial. Also ich freue mich auch schon auf das andere Projekt, also was zu dem Zeitpunkt eigentlich laufen sollte. War schon wieder der falsche Knopf. So mit Bremsen hast du nicht so. Nee, nicht wirklich. Ich denke auch immer im Straßenverkehr, wer bremst, verliert, ne? Drum so an der Ampel. Drum wurde ich auch letztens aufgehalten, also es ist ja nicht so. Naja, ich habe halt Mike gehabt, ich muss ein bisschen zu schnell durch den Ort fahren. Aber die haben keinen geeigneten Tacho gehabt, das war mein Glück. Was bauen wir denn ein? Wir können theoretisch, könnten wir glaube ich sogar relativ viel einbauen. Genau, da kannst du auf das Paket gehen, das erste, und dann voll reinballern. Das bringt aber was nichts. Ja doch. Die musst du nach und nach einbauen, die bringen ja, alle noch nicht so viel. Natürlich nicht, aber ein bisschen zumindest. Ja, das erste hat doch ein bisschen was gebracht. Ja, chill doch mal, ich schau doch nur. Wir können eigentlich das ganze Geld jetzt verprassen, weil sonst haben wir für nächste Woche nichts mehr, wenn die Zuschauer schalten. Natürlich hoffen wir, dass wir irgendwelche Antworten kriegen. Aber ich würde einfach mal das Fahrwerk und das Nitro brauchen wir, glaube ich, jetzt noch nicht. Nee, aber ich hätte den Motor erstmal gemacht. Motorpatch! Jawohl. Kannst du dir die tollen Firmen hier raussuchen. Die irgendwie alle in Deutschland gar nicht so vertreten sind, finde ich. HKS. Halt. HKS noch am ehesten, aber sonst. Sonst keine Ahnung, was ist NFSU? Need for Speed Underground 2, das ist halt. HP Racing. HP Racing kann ich auch. Glaube ich selbst noch nie gehört. Noch nie? Nee. HP Racing. Irgendwo kommt mir das bekannt vor, ich weiß noch nicht wo. Wahrscheinlich von dem Spiel. Nein, also ich hab das letzte Mal Underground gezockt, ich weiß es schon gar nicht. Okay, hier können wir leider. Dann nimmst halt irgendwas. Nimm mal Alter. Hackkopf zum Beispiel. Auch wenn ich. Neuspeed. Also wenn ich meine Firma gründe, nenne ich es Neuspeed. Hört sich klug an. Aber wenn ich nie den Sinn dahinter verstanden habe, dass wir da irgendwas auswählen. Sondern hätte ich noch unser Fahrwerk gemacht, dass wir da der Karren mal ein bisschen tiefer kommt, auch wenn es nicht viel ist. 600 Euro, dann Bildsteinfahrwerk gibt es immer. Bildstein? Ja, Conny kennen wir auch, Eibach kennen wir noch. Sport Springs, ein Schocks, was ist das? Sportfedern und Dämpfer. So, und jetzt kommt die große Preisfrage. Bildstein macht Dämpfer und Eibach macht Federn. Was gibt's dann da für einen Unterschied? Ja, ich bin in Englisch nur so mal zur Info nicht gerade der Beste. Nicht gerade der Hellste. Ich weiß nicht mal, was es heißt. Das müsste. Ich wüsste das auch nicht genau. Ich würde es vermuten, der
der Domteller oben. Das Domlager. Hm, das kann sein. Keine Ahnung, wenn ihr es wisst, könnt ihr es ja mal in die Kommentare schreiben. Ja, mit dem AP-Race. Genau. So. Dann würde ich sagen, war es das. Oder? Das war es jetzt erstmal. Das ja, haben wir schon Geld drin. Haben wir noch? Ja, wir haben noch 845, aber wir müssen ja jetzt gucken. Wir müssen sparen. Wir müssen für sparen. Für die Zuschauer. Dass ihr interaktiv mitwirken dürft. Ist ja so Sinn und Zweck der Sache. Nur weil ich mich wieder mal beschwert habe, haben wir das jetzt gleich gemacht. Tja. Genau. So, dann schauen wir mal. Was mag denn der Bounce jetzt für Rennen fahren? Da gibt's halt ein bisschen Kohle. Das ist auf der abgeschlossenen Rennstrecke. Hey, ich weiß, wie man es. Aber da kannst du es nicht auswählen, da kannst du es nur ein- und ausblenden. Verstehe ich noch nicht so recht. Ach so, Marken da bauen sie fahren. Magst du auf die gesperrte Rennstrecke? Ja. Da gibt es immer ein bisschen Kohle dann mal. Gesperrte Rennstrecke? Ich habe schon wieder nicht auf die Uhr geschaut, dann schauen wir einfach jetzt. Und ziehen einfach mal 4 Minuten ab. Ist auch in Ordnung. Genau, wir sind bisher nur zum Shop gefahren. Und vor allem, wir werden immer ein bisschen, ja, wie heißt es so schön, ein bisschen überziehen wahrscheinlich. Also sind ja immer ein bisschen unterschiedlich, also das letzte Video haben wir, der schon gesehen ist, 26 Minuten, also. Ja, das ist halt immer so ein bisschen, wie sich's ergibt. Also wir beenden ja nach jedem Video und, ja. Wie sich's halt eben gerade so ergibt. Ich sage, wir machen uns auch gar nicht so einen großen Stress draus. Donch oder dagegen donnert. In der Partlänge, also. Eine wird länger, das andere wird kürzer. Passiert halt in der Liga. Genau. Ja, was haben wir denn noch für eine schöne Geschichte? Halt, da muss man noch was mitnehmen. Da lag noch Geld. In dem Info-Ding. Dem Info-Ding und da lag noch Geld bei dem Blumentöpfen. Falls du das gesehen hast, da links hinter der Treppe. Ah, da liegt noch Geld. Juhu, Geld. Oh, 50 Neues. Jetzt sind wir reich. Wir können uns was Neues garantiert nicht. Da drüben liegt auch Geld. Geld. Das könnte mal in echt so sein. Ja, so wie der neue 20er. Da wo man durchschauen kann. Sehr faszinierend. Also. Ja, das ist echt faszinierend. Also ich habe den heute von der Arbeit mal mitgenommen, weil wir einen in der Kasse hatten. Total bescheuert, man kann durch den Schein durchgucken. Macht eigentlich null Sinn, ne? Durch ja. Doch zuschauen, aber. Naja. Wenn sie meinen. Aber das sind ja Sicherheitsmerkmale. Ja, es ist sehr wichtig, Papier durchsichtig erscheinen zu lassen. Genau. Und geht der Corsa jetzt besser? Ja. Schauen wir mal, was da. Bis auf dass er extrem lange Schaltzeit gerade gehabt hat, aber sonst. Schauen wir mal, was da Bouncy auf der abgesperrten Strecke so drauf hat, wo er keinen Unfall bauen wow. kann. Normalerweise. Was heißt normalerweise? Ah, wir fahren nach Oschersleben. Nur mal so zur Info, also es wird in einem anderen Video rauskommen, aber weiß gerade passt mit abgesperrter Strecke. Genau. Ja, auf jeden Fall dieses Jahr geht es noch Oschersleben. Also nächstes Jahr, also dieses ja, Jahr. Ja, stimmt, nächstes ich. Jahr, also dieses Jahr nicht mehr als Winter. Wobei es gibt auch Oschersleben Wintertreffen. Ja, aber das ist glaube ich gar nicht so groß. Ja, vor allem ist es wird ziemlich kalt, also müsste man sich. Es musste harter Camper sein, würde ich sagen. Ja. Und ich glaube, das ist mir definitiv zu kalt. Aber im Sommer ist dann eh mehr außerhalb geplant, weil so Tuning World steht ja auch wieder an. Tuning World, ja. Gibt's Tickets zu verlosen? Nur mal so hier am Rande für die Autofans jetzt mal. Also es kommt noch. Ich glaube, es ist bis zu dem Zeitpunkt sollte das Video eigentlich heraus sein. Aber ich weiß es nicht. Normalerweise, wenn nicht wieder irgendwas spackt oder irgendwas dazwischen kommt. Also bis Mai. Mai ist ungefähr, glaube ich. Mai oder Ende April ist Tuning World, wenn ich das noch richtig im Kopf habe. Ja. Bis dahin haben wir noch ein bisschen Zeit, also. Um Tickets zu verlosen. Also Tuning World, also genauere Infos kommen. Warum holen die jetzt eigentlich so auf einmal so auf? Vor allem wieso fahren da nur komische. Was ist mit dem einen gerade passiert? Alter, den hat voll weggespielt. Das muss ich mir nachher in der Aufzeichnung nochmal anschauen. Was ist da passiert? Ich glaube, das war ein fetter Glitch, wo der reingefahren ist. Ich hab rausgeglitscht. ja, auf jeden Fall.
weiter im Text, wo wir gerade waren. Tuning World ist angesagt. Oschers Leben. Gamescom. Ganz wichtig. Wir dürfen natürlich nicht auf den inoffiziellen Tag, weil darum wird es ziemlich voll werden bei uns. Also mal gucken, was wir so zusammengeschnitten bekommen. Ja, es wird auf jeden Fall dieses Jahr. Sonst werden wir noch ein paar andere Tuning-Treffen mitnehmen. Offene. Direkt offene. Für Opel. Aber wir wollten an die Nordsee fahren. Ja, eventuell. Ey, da ballert sie irgendwo rein und die kommen wieder angeschossen. Wieso? Dein Ernst? Warum geht mein Auto nicht mehr? Vor allem fand ich das faszinierend zu erfahren. Nur Toyota Corolla mit. Vor allem das Faszinierende ist, die sind erst Kilometer hinter mir. Dann eckst du einmal kurz an und die ballern an dir vorbei, wie so gestörte. Ja, aber der eine mit dem Glitch, der war gerade echt. Fliegt einfach weg. Man fliegt einfach durch die Gegend. Also wenn ihr schon mal fliegende Autos gesehen habt, ohne Unfall, sondern einfach so, dass wie so Raketen, dann bitte ich euch um. Ja, hätte aber Bildschirmwerbung. Bitte ich euch um einen Kommentar. Oder am besten Foto, Video, Beweise, irgendwie sowas. Antwort, Video, wie auch immer. Also es ist. Ja. Sehr, sehr belustigend. Ja. Also ich mag ja Glitches, wenn sie jetzt nicht negativ sind. Im Spiel finde ich ja Glitches unglaublich witzig. Habe ich auch was dazu zu sagen. Ja, gerade bei Glitches sind. Ich habe das Apokalypsen-Spiel DayZ gespielt. Wo jetzt auch wieder, also wo jetzt ohne Aufnehmen. Und da gab es diesen Glitch mit Zombies. Da waren mehrere Zombies dann, also mehr als jetzt auf die Server. Ist ja schön. Aber die sind dann irgendwie, haben durch Türen gehen können und die waren geschlossen und das war, fand ich gar nicht so lustig eigentlich, nee. Weil, ja, wie soll man sagen, du musst dir vorstellen, du verschanzt dich in einem Haus, weil es zu viele sind und die kommen durch die Tür, obwohl es die zu ist. Ja. Also ich fand das gar nicht so toll, dass ich dann da verreckt bin. Kann ich mir vorstellen, ja. Ja. Naja, aber Glitches waren ja nicht auch immer nur schlecht. Nee. Weil das jeder wahrscheinlich gemacht hat bei Pokémon damals, diesen tollen Glitch. Ich weiß nicht, wie alt wir jetzt unsere Zuschauer haben, aber den werden wahrscheinlich die meisten so in unserem Alter werden den, denke ich mal, noch kennen. Also ich kenne den Glitch nicht. Von sagen. Rot und Blau, diesen. Hab ich nie gespielt. Ich hatte früher. Einzigste Konsole, transportable Konsole, wo ich hatte, war aber zufälligerweise, ich weiß nicht, war es nur Nintendo oder war es Nintendo Color, wo ich von meinem Cousin ausgeliehen habe. Also dann schreib's mal in die Kommentare, ob ich mit dem Bouncy zusammen vielleicht mal Pokémon Rot oder Blau hier Let's Playen soll, ob ihr da Interesse dran hättet, dass der Bouncy mal hier die ganz alte Pokémon-Erfahrung macht. Aber ich hab auch schon Pokémon gespielt, so ist es nicht, aber... Aber das wäre doch auf mal Nintendo was. Nintendo DS, ja. Ja, man könnte es natürlich machen. Ja. Schreibt mal, ob ihr darauf Bock hättet. Wie gesagt, umso mehr wir machen sollen für euch, umso schwieriger wird es natürlich. Entweder wir verschieben das auf späteren Zeitpunkt. Aufgeschoben ist nicht aufgehoben. Oder... Ja. Wie soll ich sagen? Also wir notieren uns auf jeden Fall, wenn ihr da Vorschläge habt, die notieren wir und... Oder wir machen weniger Videos von irgendwas oder... Wir schauen auch mal, vielleicht schieben wir... Nehmen wir ein Video raus und machen dafür in der Woche dann noch was anderes dazu. Und ja, kommt es ganz darauf an, wie eigentlich auch das Feedback von euch kommt. Also das ist natürlich auch sehr wichtig für uns. Genau. Und von dem her, wir richten uns da eigentlich mehr ein bisschen nach, richten uns da ein bisschen nach euch. Ja, ich würde sagen, ich hoffe, ihr verfolgt es auf Twitter ein bisschen. Bei Facebook bin ich nicht so aktiv, also Facebook ist, seitdem ich mein Passwort vergessen habe für meinen ersten Account, also seit... Boah, drei September. Monate haben wir locker, ja. Gut, ich überhole hier gerade den Gegner gerade fast. Und da bin ich, seitdem bin ich nicht mehr wirklich aktiv. Also,
ich weiß nicht, das gibt mir nicht mehr so das. Das Feeling, ich weiß nicht, das ist irgendwie so. Ja, so. Ja, ich finde, das ist mehr so privat. Das ist mehr so privat, Facebook. Gut, Twitter. Ich habe in letzter Zeit nicht sehr viel gepostet, weil er, wie gesagt, arbeitet. Oh, verdammt, da ist es dick drin. Ist gar nicht so gut, die Klappe zuzumachen, wenn da Kai spielt. Wenn da. Oh, jetzt haben wir gerade was Interessantes gekriegt. Jetzt können wir ein Zeitschriftencover können wir machen. Da müssen wir doch gleich mal hingucken. Ja, natürlich. Ja, genau, so super einfach. Instagram bin ich auch selten aktiv. Ich hab's zwar, aber aktiv nutzen. Ja, ich halte von diesem Instagram eigentlich auch nicht so viel. Ich weiß nicht. Aber ich habe mir überlegt, ob ich YouTube nicht auch mit Facebook verknüpfen soll, aber ich weiß nicht. Und natürlich, wir waren ein bisschen aktiv, also mir wurde angeboten, dass ich ein bisschen Werbung schalten kann, wie man gesagt hat, lassen kann. Ich bin noch ein bisschen am Hadern, weil noch nicht so wirklich alles ganz rund läuft auf dem Kanal und deswegen bin ich da ein bisschen, ja, fraglich, ob ich es jetzt schon mache oder erst später mache oder, ja, mal gucken. Ich würde sagen, mal gucken. Dann dürfen wir, glaube ich, unser tolles Foto mal machen. Fotoshooting, juhu! Boah, wir können sogar... machen wir unseren tollen... Ey, da steht sogar Ecotec auf dem tollen Motor drauf! Das ist ja brutal. Kamerawinkel. Ja, mach mal den tollen Kamerawinkel mit diesem. Also sehr flexibel das Spiel von die Kamerawinkel und von so. Also für damalige Verhältnisse war das Spiel echt schon richtig top. Wobei, wann ist es raus? Also 2004 ist es, glaube ich, rausgekommen. Und es ist nicht gleich. Es ist nicht so ungefähr die gleiche Zeit rausgekommen wie Gran Turismo 3. 3 oder das 4? Ich weiß es gerade auch nicht mehr. Beim 4er kannst du. Aber beim 4er war ich ganz sicher. Konntest du auch schon die Kamera frei bewegen beim Foto machen. Na gut, aber du musst rechnen, was hier für dieser ganze Tuning-Umfang da natürlich auch. Ja, natürlich. Auch. Aber jetzt machen wir jetzt mal ein tolles Foto vor diesem komischen Gebäude. Das jetzt durch unser... Juhu, wir sind im Turbo. Obwohl wir keinen Turbo haben. Ja, das ist irgendwie eigenartig. Wir sollten uns Gedanken machen, wenn wir in der Turbo sind, aber keinen Turbo haben. Kein Geld, kein Problem. Einfache Tricks, dein Auto zu modifizieren. Das könnte man aber auch mal brauchen. Wollen wir unser Magazin speichern? Ich glaube nicht. Ja. Und das Auto ist vor uns verschwunden. Das war jetzt gerade faszinierend. So, sollen wir jetzt noch ein Rennen fahren oder was machen wir? Ich weiß nicht. Wann haben wir angefangen zu machen? Um 34. Um 34? Ja. Ja. Gucken wir mal. Ja. Da vorne haben wir noch einen. 10 Minuten. Ja, wir nehmen auf jeden Fall noch einen auf. Können wir mal gucken, so ein Drag Race, dass wir das nochmal fahren. Dann gucken wir mal. Oh, ja, das kann ich auch, das kann ich auch. Dann fahren wir mal dann auf noch kurz. Dann seht ihr mal den neuen Stadtteil, den wir eigentlich nach dem letzten Rennen noch. Und im letzten Part haben wir das, glaube ich, sogar noch freigeschaltet, den neuen Stadtteil. Weißt du, wir nehmen eigentlich das halt so gut. Also ich habe mir die Texte eigentlich nie wirklich durch. Ich glaube, das ist das Umdrehen. Ja, das ist sie. Das fand ich, also das Navi ist schon echt ein wenig kompliziert. Er zeigt nämlich wieder in die andere Richtung. Der tolle aber Fall. Das ist wie das normale Navi. Ja, bitte wenden. Ne, wenn möglich und erlaubt. Bitte wenden. Da sind die Navis noch bitte wenden. Ja, oder das Tolle ist. Weißt du, was ich auch immer cool finde, wenn die dann, wenn so gesagt wird, ja. Geisterfahrer auf der A8 oder wie auch immer. Wir kommen ja aus Bayern, soweit ist ja die Information auch vorhanden. Ja. Also, oder auf der A8, A7. Ja, da frage ich mich, wenn ich Geisterfahrer wäre, würde ich sagen, wie ein Geisterfahrer? Nee, viele! Ist doch definitiv klar! Sondern da bauen sie jetzt hier mal wieder seine Drag Racing Skills zeigen. Vor allem, wo das ist. In irgendeinem Park, aber die Strecke ist woanders. Ich hab den falschen Knopf gedrückt. Ich war klug.
Ja, du bist in irgendeinem Park und die Strecke ist ganz woanders. Das ist natürlich sehr kontraproduktiv. Aber diesmal haben wir viele Horses dabei. Fällt mir auf. Oh, ich habe einen Boden drin, Leute, und habe den Gas gehabt. Oh, verdammt! Also Bouncy, so sollst du es mit deinem neuen Auto nicht umgehen. Das würde sich nicht so freuen. Wow, was bricht der Kahn jetzt auf einmal so aus? Und das Rennen ist vorbei, da darfst du neu starten. Ja, ich auch, wenn ich es nicht verstehe, wieso man bei dem Drag-Rennen, wenn man wo reinfährt, einen Totalschaden sofort hat. Vor allem, was mich ein bisschen verwirrt hat, warum der gerade so ausgebrochen ist, also es war echt... Bist du, glaube ich, aus dem Rennen, musst du es neu starten. Ja, dann probieren wir es nochmal. Probiert, da bauen sie es nochmal. Also die Kiste ist gerade extrem ausgebrochen, also es war sehr kurios. Du solltest auch schalten und nicht dein Engine hochjagen. Ich habe meinen Motor in die Luft. Ja, ich weiß. Es ist mitten in der Nacht. Ich weiß gerade nicht, was. Blah! Verblödung, glaube ich einfach. Das ist, glaube ich, einfach menschliche Verblödung. Overall, yay. Achso, muss ich nur die Spur wechseln, oder? Ja, du musst in dem Modus nur die Spur wechseln. Jetzt verstehe ich auch, warum der mir vorher so ausgebrochen ist. Der fährt theoretisch von selber geradeaus. Auch wenn ich die Strecken sehr komisch finde für Drag-Rennen. Ja, bei Drag Race eigentlich. Man sollte nicht nur auf die Shift-Lampe schauen. Also ich habe in meinem Auto, werde ich so... Aber ich hab's geschafft. Einer hat's ins Ziel geschafft. Yay, yeah, ich hab's geschafft, drei mitzunehmen. Okay, Kai darf. Kai Lord. Darum probieren wir das nochmal. Also ich habe in meinem Auto eine Shiftlampe, also die leuchtet auch wirklich hell und ich würde sagen, das ist ja. Also ich hoffe, da guckst du nicht so drauf wie hier in dem Spiel. Nee, weil die leuchtet dich ja an. Das sind ja 15 LEDs drin. Ja, das haben wir ja extra gezählt, weil ich faszinierend fand. Das ist nicht mal ein Halter oder so, ich weiß nicht mal, wie ich das verbauen soll, aber ich glaube, uns wird was einfallen. Ja. Ja, also es gibt, momentan ist er gerade mehr oder weniger im Innenraum ziemlich zerlegt. Ja. Ohne also ich kann mal auf Twitter, Instagram ein Bild hochladen. Das werde ich machen. Ja. So, dann nächstes Wochenende, vom Aufnahmezeitpunkt nächstes Wochenende, dann ist das Video auch raus, dann... Seht ihr mal ein bisschen, was hier gerade aussieht in den Innen. Genau. Und ja, so, dann wenn er fertig ist, also innen drin wieder zusammengebaut. So. Ja, dann. Dann würde ich sagen, sind wir fertig mit dem wunderschönen Blick aus diesem Park hier. Genau, und wir haben die Staffel für die Woche beendet. Genau. Ja, genau, also dann würde ich sagen, abonniert kräftig abonnieren. Liken, also das heißt ja, wie heißt es auf YouTube so schön? Daumen nach oben, wenn es euch gefallen hat. Ja, was haben wir sonst so schönes? Doch, kommentieren, die Fragen stellen, auch auf Twitter gerne. Wieder Hashtag Need NFS Bouncy. Ja, jawohl, und dann haben wir vielleicht nächste Woche viel zu besprechen. Ja, hoffen wir doch. Mal gucken, dass das gut ankommt. Mal wieder ein Retro-Game. Ja, also dann bis zum nächsten Mal. Jawohl. Also, ciao.